So, auf Wiedersehen. Nepal. Und ich werde es einmal zeigen, aber nicht benutzen. Es gibt in diesem Spiel einen Trick. Jetzt kann ich mir die Rüstung dort nämlich klauen, wenn ich will. Na. Nee, das werde ich nicht machen, weil das wäre gescheatet. Also gehe ich erstmal wieder. Ich habe kein Geld mehr. Schade. Und hinaus zur Tür. Ich meine, man kann sowas anwenden, aber Rabia, ich pass nicht. Das wäre unfair gegenüber dem Spiel, gegen mir, gegen Bob, gegen alle. Dies war, ihr seid also die Menschen, von denen ich gehört habe. Und tschüss. Lebt wohl. Ja. Was war denn das für eine Hütte? Aha. Verschlossen. Das müsste der Jägerclan gewesen sein. Genau, hier war ich und hier brauche ich nochmal rein. Also einmal dann schon, aber später. Aha, was haben wir hier? Eine Gasse. Und noch eine. Die dunkle Gasse der Stadt. Jeder braucht eine. Sonst wird keine echte Großmetropole. Die Ramal-Gäste der Stadt genießen Besuch in unserer Stadt. Werde ich. Anschauen. Die Inschrift besagt Gildenhaus der G-Fahrt, öffentlicher Eingang. Manipulieren. Und wir werden angesprochen. Da. Zwei Personen auf demselben Feld. Schön, nicht wahr? So viel zum Thema Privatsphäre. Dies Ramar. Ah, ihr seid die Gäste des Jägerclans, von denen ich schon so viel gehört habe. Ich heiße euch im Gildenhaus der G-Fahrt willkommen. Möchtet ihr euch gerne einige Beispiele Kunst unserer Gilde anschauen? Ja, wir würden gerne eine kleine Führung bekommen, Alice. Nun, dann folgt mir bitte. Der Ausflug, wo wir gerade sind, ist nämlich zur Präsentation des Königs der G-Fahrt erbaut worden. Ja, ich weiß nicht, ob es man so in der normalen Handlung erfährt. Die G-Fahrt sind Spezialisten darin, Gebäude aus Pflanzen wachsen zu lassen. Oder andersrum, die lassen Pflanzen zu wachsen, das Gebäude draus werden. Im letzten Text wird man es definitiv erfahren. Aber ich sag's trotzdem einfach so, für die das nicht ansehen werden, damit sie es wissen. Sehr beliebt bei größeren Familien sind diese Sitzmöbel. Auch sie bestehen aus lebendem Pflanzengewebe. Die Oberfläche ist weich und elastisch. Wenn sie beschädigt wird, wächst die betroffene Stelle von selbst wieder zu. Praktisch. Schöne Sofas. Hier seht ihr ein Becken, in dem die Abwässer eines Hauses eingeleitet durch Rohrsysteme im Boden sammeln. Die Pflanzen darin reinigen das Wasser, bevor es durch ein unterirdisches Kanalsystem dem Fluss zurückgegeben wird. Echt Bio, was die alles haben. Toll. Da sind noch zwei Personen, die ich ansprechen will. Dies ist eine Toilette, gebildet aus einer riesigen Pflanze. Die Pflanze verarbeitet die Fäkalien schnell und fast ohne Geruchsbelästigung. Also muss nur darauf achten, dass sie bei der regelmäßigen Düngung nicht zu groß wird. Aha. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch gerne noch den Brunnen des Hauses anschauen. Ein begehrtes Objekt in größeren Clanhäusern. Ihr findet ihn im Südteil des Gebäudes. Ich lasse euch nun allein unser Gildenhaus erforschen. Kurz plündern. Vielen Dank für eure Führung, Alice. Ihr habt sicher Verständnis dafür, dass wir euch keines der Werke eurer Gilde abkaufen können. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht solltet ihr jedoch ein paar Worte mit unserer Gildenleitung wechseln. Ihr findet die betreffenden Personen im Nordteil des Gebäudes. Lebt wohl. Falsche Person. Lebt wohl. Hallo du, dieser Ramal-Besucher, ich bin ganz neu hier. Jemand anderes kann euch sicher mehr bessere Auskunft geben. Und wer bist du hier? Ansprechen? Dieser Ramal, ich bin erst vor kurzem in der Gilde aufgenommen worden. Ist das nicht ein herrliches Gebäude? Ja, ist es. Oh Mensch. Ah nee. Das geht nicht mehr. Weiter.
Und ja, ich mache ein kurzes Experiment. Das heißt, falls irgendwas jetzt schief gehen wird, sage ich mal, Besucher. Ich bin ganz... Hatten wir schon? Muss ich mich schon mal im Vorhinein entschuldigen. Ja, was ist los? Man sieht, ich hatte in letzter Zeit ein paar Probleme wegen Dings, wenn Bild und Ton nicht ganz synchron sind. Sag ich mal, werte Besucher, schaut euch um und lernt unsere Kunst kennen. Toll. Und deswegen versuche ich jetzt ganz einfach mal Ton und Bild getrennt aufzunehmen, dass was ändert. So über ein Video lang, keine Ahnung, mal schauen. Aha. Sag ich mal, entschuldige mich, ich habe noch Arbeit zu erledigen. Ich wollte eigentlich die Tür aufmachen. Und gut, ich hoffe, dass es irgendwas hier funktionieren wird. Schauen wir mal. Sag ich mal, Reisende, was führt euch zu mir? Danke für das Gespräch, lebt wohl. So, muss reichen. Plündern. Ja. Haha, ein Bogen für Rainer. Und 10 Pfeile. Das ist... eine Feuerkraft weit über allen möglichen. So, Bogen ausgerüstet und die Pfeile kommen in die rechte Hand. Einer zumindest immer. Und der Nachteil ist halt, dass jetzt Rainer kein Schild oder sowas benutzen kann. So, Dieter. Und türkischer, türkiserner Heiltrank. Genau. Ab jetzt haben wir Heiltränke, hurra! Die Türkisen sind immer stärker und die Grünen sind die Schwächsten, soweit ich weiß. Ja, wir hatten schon vorher natürlich Heiltränke mit den ganzen Erdenmedizin, nennen wir es mal. Aber jetzt wird es richtig effektiv. Hey, da ist noch einer. Ansprechen. Sag ich mal, Gäste des Gildenhauses, ich hoffe, unsere Kunst gefällt euch und ihr berichtet davon in eurer fernen Heimat. Mal abwarten. Nein, hier kann ich nichts plündern, schade. Aber ich finde es schon mal sympathisch, dass sie ihr Zeug offen liegen lassen. Das ist echt sympathisch. Was haben wir hier? Nichts. Gut. Das heißt weiter nach Norden. Und Tür auf. Hier war jemand. Da war doch. Hier, ansprechen. Akir, Sarima und willkommen in meiner Gilde. Besucher, ich habe schon eure Anwesenheit in der Stadt gehört. Nun, wie gefällt euch unser Gildenhaus? Aha, ich nehme an, das ist der Gildenführer. Also Option, ganz nett, vielleicht ein wenig chaotisch. Ein wirklich beeindruckendes Gebäude. Wir sind von der Kunst eurer Gilde fasziniert. Und ja, ich bleibe auf meinem Kurs. Ich bin höflich. Eure Antwort ehrt euer Formempfinden. Meiner persönlichen Meinung nach gehören Bauwerke zum Wichtigsten, was eine Kultur hervorbringen kann. Und sie zu erschaffen, ist die edelste mögliche Kunst. Nun, schöne Ansichten, lebt wohl. Und noch ein Heiltrank. Tja, und die stört das offensichtlich nicht, also was soll's? Und es geht wieder nach Süden. Na. Südwärts, südwärts, südwärts. Und hier lang. Manipulieren. Hallo. Ansprechen. Zirna, Zarima und tschüss. Ah, wer bist du? Hani, Zarima, ihr seid also die Menschen, die der Jägerclan gefunden hat. Ich bin froh, einmal mit jemand anderem zu sprechen. Sind eure Gildengenossen denn keine angenehmen Gesprächspartner? Nun, ja. Oh, eigentlich schon. Doch ihr müsst wissen, dass mein Talent zur Kunst der Jifat aus meiner Familie stammt. Ich bin eine Nachfahren von Argim und das veranlasst viele zu einer gewissen Scheu. Habt ihr schon von der Geschichte gehört? Nee. Erzählt uns doch bitte davon. Ihr habt davon gehört? Hä? Ich hab doch gerade Nein gesagt. Nun, um ehrlich zu sein, Argims Geschichte ist ein Wunderpunkt in der Geschichte unserer Gilde. Er war vor fast 150 Jahren das Oberhaupt der Jifat. Damals war das Gildenhaus der Jifat außerhalb der Stadt zu finden. Ein prächtiges Gebäude mitten im Wald nahe eines Hahn. Hahn. Nachschlagen. Nun, Agim war ein großartiges Talent, aber von mankelmütigem Charakter. Dies war der Grund für die Ablehnung seines größten Ziels, ein Auserwählter zu werden. Als er von der
Abweisung erfuhr, verlor völlig die Kontrolle über sich. Er schwor trotzdem, die Unsterblichkeit zu erlangen zu wollen. In einem wahnwitzigen Ausbruch seiner Macht zerstörte er das ganze Gebäude und verwandelte es in einen seltsamen Ort, der heute von allen gemieden wird. Man sagt sogar, er hätte seinen Geist diesen Ort aufgeprägt. Nun, interessante Informationen, die wir hier kriegen.